Sie ist endlich da, die dritte Folge von The Acolyte. Vor ein, zwei Wochen bekamen einige Leaks schon sehr viel Aufmerksamkeit, die davon gesprochen haben, dass irgendwas komplett mit dem Star Wars Kanon bricht und Star Wars zerstört, was in der dritten Folge von The Acolyte gesagt wird. Ob das stimmt, übertrieben ist und vor allen Dingen, was es ist, das erfahren wir jetzt gemeinsam im Video. Und damit auch. Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich hoffe, euch geht's da draußen gut. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die dritte Folge, weil auch das die erste Folge ist, die ich persönlich nicht kenne. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gab ja viele Gerüchte oder viele Aussagen, die gesagt haben, jo, da ist was, was alle Star Wars Fans verärgern wird, egal wie sehr man zu Star Wars steht oder halt nicht. Ich bin super gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe aber, dass sich das nicht bewahrheitet, aber mal gucken, wie es denn nun ist. Wir starten rein in die Reaction. Von 1 bis 10, wie war es heute so? Brandock. Oh, das ist doch die 16 Jahre zuvor, ja, wo das Ganze passiert sein soll. Oh, dann bekommen wir wahrscheinlich Endara nochmal, ne? Sehr coole Wesen. Lumineszierende Schmetterlingvögel-Insekten. May? Der bunte Baum ist wunderschön. Aber Osha, er ist gefährlich. Nur wenn wir davon essen. Der typische Baum von Adam und Eva. Warum läufst du dauernd weg? Ich will den Aufstieg nicht vollziehen. Wieso bleiben wir nicht noch hier? Sind das wirklich eineige Zwillinge oder ist es teilweise so einfach mit Shoulder-Shots natürlich irgendwo getrickst, aber auch gleichzeitig von der Entfernung und manchmal ein bisschen CGI und ich bei dir. Ähnlich gemacht. Auf ewig eins, doch zwei sind wir. So mache ich dich zu dir und du mich zu mir. Ich habe euch beiden schon zur Genüge gesagt, dass es hier draußen nicht sicher ist. Eine Zabarak? Euer Verstoß gegen die Regeln wird Konsequenzen haben. Das ist nicht fair. Rasch, kommt mit mir. Gutes, subtiles Kostüm von der Zabarak. Master Soul. Das ist jetzt... Es ist sehr interessant, dass man jetzt die Vorgeschichte dazu mal... Sieht sehr... Aber es sieht schön aus. Guck mal, die zwei Planeten da hinten und irgendwie so eine Art Pulsar mit den Lichtblitzen daraus. Dürfen wir ein paar Würzcreme-Kekse haben? Kleine Ausreißerinnen, die weglaufen, kriegen keine. Nun gebt ihnen schon ein paar Würzcreme-Kekse. Mama! Oh, das ist die Mutter, die wir schon im Trailer gesehen haben. Findet ihr nicht auch Coral? Mutter Anisea. Sie waren wieder draußen. Irgendeine Spur von den Jedi? Unsere Späherinnen glauben, sie haben ihr Schiff weiter wegbewegt. Das wirkt so ein bisschen wie die Nachtschwestern. Auch mit Mutter, dem Zabarak. Ihr führt uns an. Und bei der Erziehung habe ich mich stets nach euch gerichtet. Die Zwillinge sind keine normalen Kinder. Alle Lebewesen sind miteinander durch denselben Faden verbunden. Manche bezeichnen ihn als eine Macht und beanspruchen seine Nutzung. Aber wir wissen, dass der Faden keine Macht ist, die man führt. Er verknüpft dich mit deinem Schicksal. Leute, die sich von der Macht leiten lassen, anstatt sie zu nutzen. Also ein eigentlich anderer Ansatz. Die Kraft der einen. Die Kraft der zwei. Pass endlich auf. Mich abzulenken. Mädchen, eure Feinde werden euch nicht warnen, bevor sie angreifen. Aber so eine Schwesternschaft, ne? Keine Männer da. Ausgezeichnet, May. Osha, ich erwarte mehr von dir. Viele Gedanken. Ich glaube, wir müssen nach der Folge eine kleine Nachbesprechung machen. Das passt jetzt alles nicht in die Folge rein. Mädchen, auf aber euer Zimmer. Ob es eine Splittergruppe der Nachtschwestern ist, vielleicht stellt sich das noch raus oder was ganz anderes. Es gibt ja einige verschiedene Kulte. Auch übrigens schon in den High Republic Romanen in Phase 2 oder 3. Was bedrückt dich, Osha? Ich will den Aufstieg nicht vollziehen. Aber durch den Aufstieg werden wir zu Hexen. 100%ig Nachtschwestern! Aber ein anderer Clan ich halt. Ich weiß nicht, ob ich eine Hexe sein will. Natürlich willst du das. Du willst das. Mädchen. Kommt her. Ah, haltet euch an den Händen. Der Faden hat euch schon vor eurer Geburt miteinander verbunden. Hab keine Angst, Oshi. Es geht darum, einen Teil seiner selbst zu opfern. Die Kraft der Vielen statt der Kraft der Einen. Frauen wie wir werden in der Galaxis nicht willkommen geheißen.
Du und deine Schwester seid besonders, Osha. Sehr, sehr interessant. Ich versuche das noch so richtig zuzuordnen, aber ich glaube, ich habe so eine gewisse, ihr wahrscheinlich auch, dass man so eine gewisse Idee mittlerweile davon hat. Und guck mal, da hinten sieht man, ist es da von mir da hinten? Ich weiß es nicht, ob es da in der Nähe ist. Da war auch so ein roter Planet halt. Osha hat keinen Bock. Ich erzähl dir alles, aber du hast Geheimnisse von mir oder läufst allein weg. Ich mache halt nicht gern andauernd alles zusammen. Hast du dich niemals gefragt, was da draußen ist? Nein, alles, was ich brauche, ist hier. Das sind sehr abgeschottet, ne? Da hinten diese Planeten. Ich weiß nicht, was neben da von mir quasi für ein Planet ist. Ob da so ein Alt-Pulsar-Planet oder sowas in der Art und Weise ist. Ob es halt in der Nähe im gleichen System ist oder Brenda komplett woanders. Aber das sieht halt sowas von, auch der Stil und sowas, Nachthexen-Circle, der abgesplittert ist. Trailer-Szene. Dieser Zeremonie wohnen wir heute zum ersten Mal bei, seit wir ins Exil gingen. Weil einige der Ansicht sind, unsere Kraft wäre dunkel. Wir standen am Rande der Auslöschung. Und dann wurden wir mit einem Wunder gesegnet. Dem Geschenk des Lebens. Ist das jetzt so ein Ding von wegen, ja, die sind quasi, sie ist schwanger geworden und hat die beiden Zwillinge geboren, ohne dass sie irgendwie geschnackselt hat? Ihr wisst schon, was ich meine. Oder dass es überhaupt normalerweise gar nicht möglich ist, dass die halt schwanger werden, die nach Texten oder sowas in Art und Weise. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die Szene, die sie meinen, oh, durch den Willen der Macht erzeugt wie Anakin. Weiß ich nicht. Ich habe ein, zwei Gedanken dazu, die werde ich aber erstmal ordnen. Erstmal zuhören. Was der Faden miteinander verknüpft, kann niemand wieder voneinander trennen. Die Kraft der Einen. Die Kraft der Zwei. Die Kraft der Vielen. Das mit dem Himmel sah sehr cool aus. Meiho Anisek, schwörst du bei meinem Tod, die Geheimnisse des Zirkels zu schützen und unser Erbe fortzuführen? Ich schwöre. Jetzt bekommt sie dieses Tattoo. Und Osha hat das ja nicht. Das heißt, jetzt wird's passieren. Verosha Anisea, schwörst du bei meinem Tod, die Geheimnisse des Zirkels zu schützen? Ich schwöre? Mutter! Die Jedi! Sie sind schon auf der Plattform! Oh. Nehmt die Waffen runter! Mögen Nachtschwestern, also das kann mir kein anderer erzählen. Aber sie sind ins Exil gegangen. Und da sind sie für Jedi. Torben, Kelnaka, Endara und Sol. Guten Abend. Ich bin Meisterin Endara und dies sind meine Kollegen. Ich bin Anisea. Diese Frauen stehen unter meinem Schutz. Wir hielten den Planeten für unbewohnt. Die allwissenden Jedi waren in Unkenntnis ihrer Umgebung. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Osha. Wir wollen euch und euren Zirkel nichts Böses. Und doch seid ihr hier. Und wie sie ihre Schwerter tragen. Komm wieder nach hinten. Wir sind beunruhigt darüber, dass ihr Kinder ausbildet. Hier gibt es keine Kinder. Warte mal, dass ihr Kinder ausbildet, das machen die Jedi doch auch. Wir werden euch nichts tun. Wie lautet dein Name? Osha. Mein Name ist Saul. Osha, dürfen wir deine Schwester kennenlernen? Oh, ich bin froh, dass wir Endara nochmal sehen. Und ich bin fest überzeugt, dass Nachtschwestern sind eigentlich Wo wirklich... Wo ist ihr Vater? Die dunkle Seite. Sie haben keinen Vater. Der Wille der Macht. Dieses Mal. Ihr beobachtet uns, sie wollen unsere Kinder stehlen. Sie klauen unsere Jobs. Bitte sie euch heraus. So, nicht. Aber wir haben so viel zu besprechen gleich, Leute. Ich glaube, du wärst eine hervorragende Jedi. Möchtest du einen Test absolvieren, um herauszufinden, ob du eine werden kannst? Ja. Ohne zu zögern. Wenn ihr wollt, dass euer Padawan seinen Verstand zurückerhält, solltet ihr jetzt gehen. Bitte lass mich den Test machen. Ihr wisst, dass Jedi potenzielle Padawane testen dürfen. Super interesting. Unsere Späherinnen bringen Osha gegen Mittag zu eurem Lager. Ihre Schwester auch. Könnt die Kinder doch nicht einfach klauen, die nicht Bock haben. Versammelt meine Beraterin. Es gibt jetzt gerade super viel Interessantes, Gutes, aber auch super viel, was mich gerade so ein bisschen stört. Coral, ich bitte euch, bewahrt Ruhe. Ein Tropfen Jedi-Blut. Und die Republik würde uns vernichten.
Es ist Oshas Wunsch. Ich habe sie sicher nicht auf die Welt gebracht, damit wir sie an diese verrückten Mönche verlieren. Das ist nicht eure Entscheidung. Ich trug sie in mir. Was? Ich erschuf sie. Was? Wenn die Jedi erfahren, wie ihr sie erschaffen habt. Sie bestehen oder versagen. Wenn wir wollen, dass sie hier bleiben. Woher wissen wir, wie wir versagen? Egal, was euer Herz sagt, ihr müsst das Gegenteil wählen. Die Jedi sind böse. Die Jedi sind gut. Es geht nicht um gut oder böse. Es geht vielmehr um Macht und wem es erlaubt ist, sie zu nutzen. Es ist Zeit. Kommt, meine Lieben. Oh Mann. Also egal, was los ist, ich bin halt trotzdem super interessiert, ne? Egal, was du sagst, ob es positiv oder negativ ist. Es ist halt super interessant. Ist das das Raumschiffmodell vom Wessel? May, ich will nicht lügen. High Republic Romane, ihr wisst, wen ich meine. Du musst lügen. May, du gehst zuerst. Ich verspreche es. Das ist Hi. May? Oder ist Oshi, ne? Wir sind bereit für dich. Bekommen alle Jedi so eins? Das ist ein schönes Lichtschwert. Noch lange Ausbildung, ja. Au. Ich habe eine Blutprobe genommen. Komm. Bei diesem Test sollst du erahnen, was auf dem Prüfungsbildschirm zu sehen ist. Ein Raumschiff. Lovecat. Korrekt. Ein Berg. Korrekt. Das war kein Berg. Hat dir jemand aufgetragen, dass du diesen Test nicht bestehen sollst? Ich war jünger als du, als die Jedi mich dieser Prüfung unterzogen. Die Jedi erkannten, wie besonders ich war. Und ich erkenne es in dir, Osha. Ich hatte große Angst davor. Fand ich heraus, dass dort noch viel mehr Kinder wie ich waren. Dort sind noch andere Kinder? 1000. Ich will eine Jedi sein. Dann musst du den Mut aufbringen, die Wahrheit zu sagen. Wir sollten den Test fortsetzen. Was sie natürlich alles geschafft haben sollte. Nehmen wir in dieser Folge noch Action? Fühlt sich so ein bisschen an wie der Aufbau zur Folge 4, wo es dann halt zu dem Ereignis kommt, warum sie halt, ja, warum es halt passiert Mama, ist, wie es passiert sie ist. Sie haben mir Versprechen gegeben, nicht zu bestehen. Ich wollte nicht lügen. Sie haben ihre Geistestricks angewandt. Haben sie nicht. Ich will mein eigenes Leben. Ich möchte die Galaxis sehen. Will keine Hexe sein. Was stimmt mit dir nicht? Geh mit Mutter Coral. Aber sofort. Kinas. Ich mag die Hexenmutter. Die wirkt sehr sympathisch. Mama, es tut mir leid. Stopp. Du kannst eine Wahl treffen, Osha. Wenn du an dem Faden ziehen willst, dann mach es. Dann sehe ich dich nie wieder? Tust du nicht. Doch lass deine Furcht nicht die Entscheidung treffen. Triff sie selbst. Sie lässt sie tatsächlich gehen? Ich will eine Jedi sein, Mama. Dann wird sie eine Jedi. Wir werden deinen Wunsch sicher berücksichtigen. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch. Coole Kuscheltiere. Ich hätte schon vorher das Jedi-Symbol da gemalt, ne? Ich lass nicht zu, dass du gehst. Du kannst mich aber nicht aufhalten, May. Doch, ich töte dich. Was? Was? Ich werde es nicht zulassen. May, bitte! Nein. What are you going to do? Sie setzt wirklich alles in Brand. Das haben wir aber auch schon vorher abgehört, ne, dass May halt die Verursacherin dessen ist, was da passiert ist. Oh, ihre Vision. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm schon. Jetzt komm schon. Was ist das, der Müllabfluss? Der Speisedurchgang? What the heck? Wie groß ist das denn bitte? Oha. Wir müssen weiter. Wie sind die alle gestorben? Mama! Mama! Wirklich schönes Hits oder sowas. Aber wie können die halt dadurch gestorben sein, dass jemand ein Feuer ausgelegt hat? Ich meine, May muss ja deutlich mehr gemacht haben. Bleibt bezüglich der Nachbesprechung gleich. Wir müssen echt viel quatschen. Mama?
Es geht dir gut, Orsha. Alles wird wieder gut. Wo bin ich? Wir sind auf dem Weg nach Coruscant. Was ist passiert? May hat ein Feuer gelegt. Es tötete... Mama? Und May? Nein, ihr müsst umkehren. Das können wir nicht. Dort ist nichts mehr, Orsha. Und wenn es dein Wunsch ist, bilde ich dich als meine Padawan aus. Boah. Es wird alles wieder gut, Orsha. Du wirst dich nie wieder so fühlen. Na, das war ja auch gelogen, ne? Orsha. Der dunkle Baum. So, Leute, lasst mal drüber reden. Erstmal zu dem Positiven. Die Sets. Die Optik. Der Anfang der ganzen Folge. Das alles für sich genommen, fand ich richtig, richtig, richtig stark. Das hat mich in die Welt reingezogen. Auch, dass dieser Zirkel der Nachtschwestern sich anscheinend ins Exil zurückgezogen hat. Ich vermute einfach, weil sie, vielleicht waren sie nicht zu extrem für die Nachtschwestern, sondern zu wenig extrem für die Nachtschwestern, kann ich mir vorstellen. Weil auch wenn sie, wie auch schon gesagt wurde, von außen betrachtet die dunkle Seite der Macht nutzen, ist es tatsächlich so, dass vor dem Baum gewarnt wurde, dass der dunkel wäre und Co. Ich glaube, man hat sich da so ein bisschen abgespalten und es ist vielleicht ein anderer Clan gewesen oder wirklich der Nachtschwestern-Clan, der sich aber zwar den Prinzipien der Nachtschwestern treu geblieben ist, aber halt nicht so krass korrumpiert worden von der dunklen Seite. Und das fand ich als Prinzip her wirklich, wirklich gut. Das fand ich super interessant. Das hat optisch alles gepasst, das hat auch schauspieltechnisch gepasst. Mir hat diese Untermutter, ja, diese, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Zabrak war, normalerweise haben die ja keine Hörnchen, oder, naja, sei es so, oder aber, ich glaube, sie war eine Zabrak, aber keine Dafumiri halt, so müsste es gewesen sein, so, und halt die Obermutter, fand ich sehr interessante Charaktere, das hat mir alles sehr gefallen. Auch die Sache mit dem Jedi-Test an sich, die vier Jedi, die gekommen sind, aber, und jetzt fängt ein ganz großes Aber an, wir fangen mal mit den kleinen negativen Punkten an. Wie die Jedi handeln an sich, dass sie jemanden auch testen wollen, der eigentlich gar keinen Bock hat, offensichtlich daraus gefolgert. Ich denke mir aber, vielleicht haben sie, dadurch, dass sie wussten, dass da sehr machtsensitive Schwestern unterwegs sind, vielleicht haben sie es auch mit Dafumir vielleicht sogar in Verbindung gebracht, dass sie gedacht haben, vielleicht werden die Kinder auch eher gezwungen und wir geben denen nur eine Möglichkeit, dass sie wirklich dachten, wir sind hier quasi die Guten und werden die aus dieser Sekte rausholen, wobei die Jedi an sich genommen selber eine Sekte sind. Trotz alledem ist es ja so, dass die Jedi hier doch als sehr extrem direkt und vielleicht sehr fordernd auch aufgetreten sind. Und das fand ich ein bisschen schade. Es hat die Charaktere zwar für mich nicht kaputt gemacht, aber auf jeden Fall versucht zu zeigen, dass die Jedi, je nachdem aus welcher Perspektive man sie betrachtet, vielleicht nicht immer als die Guten, als die Positiven wahrgenommen werden. Auch von anderen Machtnutzern. Es war gut, dass es andere Machtnutzer in der Galaxie gibt, die sich abgespaltet haben, die auch isoliert sind, die gar keinen Bock haben, im Großen und Ganzen mitzumischen, sondern nur unter sich sind. Das macht so ein Universum, finde ich persönlich, sehr viel reicher. Wenn du dann aber mit solchen Sachen ankommst, wie es war der Wille der Macht und später wurde dann, das sind die Kinder geschenkt worden und die Mutter hat ja noch gesagt, ich habe sie erschaffen, die andere Untermutter, nenne ich sie einfach mal, hat sie dann auch noch ausgetragen. Da war für mich so ein Knackpunkt, wo ich schon sehr krasses Gedanken-Ping-Pong spielen muss, um mir das zu erklären. Wir wissen, dass Anakin, der Auserwählte an sich, von der Macht erzeugt wurde, ohne wirklichen Vater. Vielleicht aber auch gesagt wurde schon, ich weiß nicht, ob es eine Legends-Geschichte war oder viele Theorien nur, dass Palpatine ihn halt quasi erschaffen hat, um ihn dann halt später so oder so unter sich aufzunehmen. Wenn das wirklich so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass eine dunkle Machtnutzerin wie die Mutter dazu auch irgendwo in der Lage wäre. Auf der anderen Seite negiert es vielleicht so ein bisschen von dem, was du als Auserwählter an Besonderheit hat. Habe ich bis zum bestimmten Punkt gedacht, bis mir mitten in der Folge eingefallen ist, yo, aber dass er durch den Willen der Macht erzeugt wurde, war bei Anakin zwar eine große Sache, aber keine, die halt als unmöglich abgestempelt wurde. Auf jeden Fall war der Gesprächspunkt sehr, sehr kurz abgehandelt. Vielleicht kam das schon vorher vor und dementsprechend ist es hier so ein bisschen bei The Acolyte, bei der Sache, ja, unschuldig, solange das Gegenteil bewiesen ist. Da habe ich jetzt gerade Stand jetzt, direkt nach der Folge, nicht so viel Lore-Wissen, ob es wirklich das erste Mal bei Anakin war oder einfach nur super, super ungewöhnlich. Dann würde der Punkt nämlich hier völlig in Ordnung sein und wird die Lore halt nicht zerstören. Ich denke nämlich, hier geht es auch genau um den Punkt bei diesen ganzen Leaks, die gesagt haben, das stellt Star Wars an den Kopf.
oder zerstört den Kanon. Das glaube ich an dieser Stelle nicht mal. Leslie Headland, so unbeliebt sie bei manchen auch sein mag, man kann ihr nicht absprechen, dass sie wahnsinnig viel Werke vom Extended Universe gelesen hat und sich mit Star Wars wirklich gut auskennt. Ihre Interpretation davon, könnt ihr denken, was ihr davon wollt, aber Leslie Headland kennt sich mit Star Wars aus. Das sollte euch allen bewusst sein. Negativ muss ich aber auch dabei nochmal sagen, der Brand, der ausgelöst wurde. Dass sich das innerhalb halt, klar, wir haben wahrscheinlich so ein paar Minuten Zeitsprung gemacht, während Oshi da durch die Rohre geklettert ist, aber dass durch dieses Feuer jeder stirbt, kaum irgendwas an Sachen runtergekommen ist, die mächtige Exil-Nachthexe und die ganzen Nachthexen an sich einfach tot auf dem Boden liegen, das spricht halt für mich dafür, es muss hier noch was kommen, zu erklären, warum die auf einmal nach ein paar Minuten alle einfach flat tot auf dem Boden liegen und das war's halt. Das ist halt keine Rauchvergiftung, wodurch die gestorben sind. Da muss halt irgendwas dazukommen. Die können nicht einfach sagen, da ist ein Feuer ausgebrochen, jetzt sind alle tot. Das möchte ich erklärt bekommen. Wenn es in einem Buch ist später, fein für mich, schade für die Leute, die nur die Serie schauen. Die werden sich dann denken, ja, ich keinen Bock mir jetzt alle Bücher durchzulesen, nur damit ich das irgendwie checke oder damit das erklärt wird. Wenn es jetzt in der Serie erklärt wird, ist okay. Das lässt aber trotzdem halt so einen bitteren Nachgeschmack bei halt der Folge dabei. Overall muss ich sagen, es war ein Wechselbad der Gefühle. Es hatte so viele tolle, schöne Szenen und auf der anderen Seite war diese Folge für mich halt etwas, was so ein bisschen vor Plotholes getrieft hat. Und das hat die Serie eigentlich nicht nötig. Denn der Kontext und die Idee der Geschichte ist so schön interessant, dass du diese ganzen Plotholes hättest in 2 Minuten mehr Film entweder erklären können oder zeigen können oder gar nicht erst aufkommen lassen können, um die anders zu erklären. Und da hat die Serie jetzt gerade in der 3. Folge leider für mich eine kleine Schwäche gezeigt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich in 2, 3 Folgen sage, alles klar, habe ich verstanden, jetzt ergibt das Ganze einen Schuh. Nur heute ist dieser Tag nicht. Dementsprechend interessiert mich aber eure Meinung zu der Serie. Bleibt auch hier bitte sehr respektvoll, gebt der Serie trotzdem noch eine Chance und am Ende des Tages gucken wir mal, was das für ein Bild ergeben wird. In diesem Sinne, guckt gerne hier vorbei, Saber Buddy unterstützt mich natürlich auch, gibt's coole Sachen und natürlich hier einfach mal vorbeischauen bei Quest, unserem D&D-Kanal und so weiter und so fort. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.